Gute sein kann, kommt es, wie es kommen muss. Zwei verfeindete Schwestern stehen vor dem Aus. Ich hab's dir ja gesagt, Brigitte. Stutenhof darf nicht sterben. Ich würde alles tun, Herr Bacchetti. Alles. Und somit schließen sie einen teuflischen Pakt. Das ist es also. 15 Milligramm davon reichen aus, um aus einem normalen Pferd eine Megastute zu machen. Und wie viel ist das? 15 Kilo. Ein gewagtes Spiel. Mit dem Feuer. Stallmagd! Stallmagd! Victoria! Victoria! Victoria, diese Futteranweisungen sind bis ins Detail durchdacht und demnach auch zu befolgen. Doch auf die stumme Stallmagd ist kein Verlass. Zu Beginn läuft alles wie geplant und das Geschäft auf Stutenhof erblüht in alter Größe. Und endlich sind die fetten Jahre wieder da. Doch das Spiel mit dem Teufel hat seinen Preis. Was ist denn jetzt los? Na, sag mal. Ach, Brigitte. Nimmt ihren Lauf.
allem schuld, dein gieriges, mieses Wesen. Schau! Wir hatten einen Pakt. Du wolltest es auch. Ja, aber ich wusste gleich, dass dieses polnische Billigflittchen nicht taugt. Wir mussten sparen. Soll ich dich daran erinnern, wer an der ganzen Misere schuld hat? Wie viel Leben willst du noch zerstören? Der Ruf von Stubenhof ist völlig ruiniert. Doch nur ein kleines Stallfeuer. Wenn wir es jetzt löschen, merkt das kein Schwein. Wege zum Drink, die 8347. Staffel Feuer auf Stutenhof. Und gleich danach Red Stars Lifestyle and More. Was geschah wirklich beim Dreh zur neuen Staffel? Bis gleich. Fixi, du bist der neue Nachwuchsstar dieser Telenovela. Wie ergeht es dir am Set bei deiner ersten Rolle? Keiner hat mir gesagt, dass ich stumm bin. Das stand nicht in meinem Vertrag und auch nicht, dass ich jetzt schon sterbe. Ach, Spätzchen. Glaub mir, das ist besser so für dich. Hm? Ach, du warst das. Also ich kann so nicht Champagner trinken. Sharing is caring.